Jerry Cotton an den Verleger Lübbe. Im Jahre 1954 erschien im Bastei-Lübbe Verlag der erste Roman mit Jerry Cotton als Titelhelden. Ich suchte den Gangsterchef, war der Titel des ersten Bandes. Niemand dachte, dass dies der Beginn einer Serie war, die bis heute Woche für Woche an Kiosken, bei Zeitschriftenhändlern und an vielen anderen Orten von Fans des FBI-Agenten sehnsüchtig erwartet wird. Jerry Cotton dagegen hat ganz andere Sehnsüchte. Begeben wir uns nach Manhattan, wo Jerry, mittlerweile 85 Jahre alt, gerade mal wieder in einen Schusswechsel verwickelt ist, und hören wir ihm zu. Scheiße! Schon wieder fliegen mir die Kugeln um die Ohren. Ich kann die Schützen nur schemenhaft erkennen. Wo steckt denn mein Partner? Phil Decker. Ja, der hat sich wahrscheinlich verkrümmelt. Kein Wunder, der ist ja noch älter als ich. Bei jeder Schießerei fürchtet er, es könnte seine letzte sein. Wo habe ich denn, verdammt nochmal, meine Brille? Ohne sie kann ich mein Seniorenhandy gar nicht bedienen und Verstärkung rufen. Aua! Jetzt habe ich mir auch noch einen Streifschuss eingefangen. Verdammte Scheiße! Davon kriegen Sie ja nichts mit, Herr Löbe. Sie sitzen dick und bräsig in Ihrem Verlagsbüro und wärmen sich Ihren Allerwertesten in Ihrem Chefsessel an der Heizung, während ich mir hier mitten in Manhattan hinter einer Ziegelmauer im Schneematsch meinen Arsch abfriere. Ich habe es satt. Ich mag nicht mehr. Ich steige aus. Fast 60 Jahre lang kämpfte ich mich durch Tausende von Heft- und Taschenbuchseiten Ihres Verlages. Glauben Sie nicht auch, dass es jetzt eigentlich genug ist? Eisenhower war noch Präsident, als ich begann, gemeinsam mit meinem Kumpel Phil Decker in der New Yorker Unterwelt aufzuräumen. Jetzt ist Donald Trump Präsident und ich bin immer noch einfacher G-Man. An eine Beförderung von mir haben Sie, Herr Lübbe, und Ihre Autoren wohl nie gedacht, was? Ich kämpfte gegen Gangster und ich kämpfte gegen sinnentleerte Sprüche, die mir ihre Serienschreiberlinge in den Mund legten. Ich habe nicht nachgezählt, aber lass die Knarre fallen! Diesen Satz mit hochliterarischem Anspruch habe ich in fast jedem Heftchen als krönendes Ende einer Verfolgungsjagd von mir gegeben. Was Ihre Autoren, die Amerika nur vom Hörensagen kennen, an Szenarien für einen FBI-Agenten erfanden, das war schon abenteuerlich. Aber was will man von solchen Hobby-Schriftstellern schon anderes erwarten? Da sitzen sie irgendwo im Schwarzwald oder in der Lüneburger Heide in ihrer gemütlichen Bauernstube, haben den Stadtplan von New York an der Wand hängen, mampfen einen Hamburger und schlürfen ihre Cola. Sie lassen sich von Elvis und Sinatra berieseln und schreiben drauf los, als ginge es um ihr Leben. Ich habe das Ganze auszulöffeln. 64 Seiten Schwachsinn. Wenn die Autoren gnädig sind, versteigt sich einer zum Schreiben eines Taschenbuchs, dann werden schnell mal 140 Seiten daraus. Sie schreiben so, wie sie bezahlt werden. Miserabel. Da lobe ich mir andere Krimi-Autoren, die haben wenigstens in jedem Roman einen neuen Titelhelden, der ein tränenreiches Happy End mit einer wunderschönen Frau feiern darf. Mein Lebenspartner ist Phil Decker. Eine Frau war mir bei Ihnen nie vergönnt. Wie denn auch? Ich hatte ja nie Zeit für ein geregeltes Privatleben. Von Kugelhagel zu Kugelhagel hetzten mich Ihre Autoren. Welche Frau hätte denn so etwas mitgemacht? Vielleicht eine Krankenschwester.
Ihr hättet dann zwischen den Verbrecherjagden meine Wunden fliegen können. Streifschüsse und Durchschüsse, Brüche und Brennungen, Schnittwunden und Hämatome. Ihre Schreibsklaven haben nichts ausgelassen. Sie brachten mich in Situationen, dagegen waren die Aktionen eines James Bond der reinste Kindergeburtstag. Ich bin 100-mal mehr aus Helikoptern gesprungen als alle Bond-Darsteller zusammen. Mit meinem roten Jaguar jagte ich Verbrecher, hing über Abgründen oder flog über zerstörte Brücken. Ein Double hat man mir nie zugestanden. Schließlich bin ich unsterblich, was die Romanserie ja bestens beweist. Mein Augenlicht ist trübe geworden. Bei Schießereien verwende ich nur mehr eine abgesägte Schrotflinte. Ein Korn trifft immer. Phil Decker hat einen kaputten Rücken. Wenn es nur das wäre, ich habe einen kaputten Körper. Jeden Morgen schmiere ich meine Hände mit einer Salbe gegen Arthritis ein. Rasieren ist schon lange nicht mehr. Meine Hände zittern. Ich finde mich in New York nicht mehr zurecht. Habe das Gefühl, jeden Morgen in einer fremden Stadt aufzuwachen. Da hilft auch kein Navy im Auto. Ich kann es nicht mehr bedienen. Demenz schleicht langsam in mein Gehirn. Inkontinenz versaut mir die Sitze in meinem roten Jaguar. Den werde ich nicht mehr lange fahren. In meinem Alter sollte man besser auf einen Rollator umsteigen. Ich bin jetzt 85 Jahre alt. Es ist Zeit, Schluss zu machen. Schicken Sie mich in Pension. Ich kann nicht mehr. Für den Fall, dass Sie es nicht tun, werde ich Ihnen einen Besuch abstatten. Darauf können Sie Gift nehmen, wenn Sie sich meinen Besuch ersparen wollen. Ich habe noch eine Patrone in meiner Schrotflinte. Die ist für Sie bestimmt. Leben Sie denn überhaupt noch? Egal. Wenn ich aus dieser Scheiße hier irgendwie herauskomme, dann fliege ich nach Good Old Germany. Ich, Jerry Cotton, schreibe dann das letzte Heft aus meiner Serie selbst. Den Titel habe ich schon. Tod eines Verlegers. Vielen Dank. Gerne. Ich habe nicht gedacht, dass du für mich noch eine weiße Rose. Selbstverständlich habe ich. Finde ich ja toll. Die Cherubin im Rosenkammer. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich im Fummel gelesen, aber da hätte ich mir ja eine andere Hauptdarstellerin ausgesucht. Über die Showtreppe. Also der Held, der Kopf, der sich schon reinlegen. Alles gut. Ja. Bin ich jetzt im Fernsehen? Schön, muss ich wieder nach New York, das wäre heiß.